Der Donald Trump hat das Coronavirus am Anfang an klein geredet. Er hat gesagt, das sei nur so eine kleine Grippe, die gleich mal vorbeigehen. Aber jetzt hat es schon 10'000 Tote gegeben weltweit. Und es ist eine Pandemie, also ein Ausnahmezustand für die Wirtschaft. Und man muss Detailhandel und das Gastgewerbe, sogar die Coiffeure, muss man beurlauben. Also sie dürfen ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Und die Prostituierten haben auch keine Kunden mehr. Und jetzt muss man alles zurückhalten und unterbinden. Die Geschäfte dürfen nicht mehr offen haben. Und man ist vom Staat auf 20 Milliarden angewiesen.